Ein Ass, die höchste Karte im Spiel. Von den vielen Kampf- und Jagdfliegerpiloten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, schossen nur einige wenige hundert oder mehr feindliche Flugzeuge ab. Und nur sie verdienten sich den Titel eines Asses. Bei den Briten und Amerikanern hingegen wurde ein Jagdflieger, der nur 5 Abschüsse hatte, schon als Ass bezeichnet. Der Zweite Weltkrieg. Am brennenden Himmel fanden spektakuläre Duelle statt. Es ging um die Beherrschung des Luftraums. Aber ein ganz anderer Krieg, ein unsichtbarer Krieg, fand hinter verschlossenen Türen statt. Wissenschaftler und Techniker befanden sich im Wettlauf mit der Zeit, um neue Techniken zu entwickeln, die zum Sieg verhelfen sollten. Es waren erst 30 Jahre seit der Entwicklung des Flugzeuges vergangen. Und der Jagdbomber hatte sich schon zu einer der tödlichsten Waffen in der Kriegsgeschichte entwickelt und sollte noch tödlicher werden. Im Jahre 1937 begann die japanische Invasion in der Mandschurei. Die Burma-Straße, die einzige zur Verfügung stehende ca. 1200 Kilometer lange Nachschublinie, war von entscheidender militärischer Bedeutung. Da die chinesische Regierung nicht über ausreichend qualifizierte Spezialisten verfügte, wurde der Amerikaner Claire Junot angeworben, um militärische Aktionen aus der Luft gegen die Burma-Straße zu koordinieren.